Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja. Wir haben diese Nacht überlebt. Ich glaube, ich kann sie nicht looten. Ich glaube, die sind zu tief unten. Ich glaube, die sind zu tief unten, dass ich sie richtig looten kann. Mal gucken. Denn einer davon ist dieser... Ach komm, scheiß drauf. Den looten wir hier noch. Und dann gehen wir mal zurück in unsere Base und gucken mal da, was wir da noch haben. Okay. Na dann. Gehen wir zurück und hoffen mal, da steht noch was. Ja. Wie soll ich sagen? Bescheiden? Die Nacht war bescheiden? Genau das ist passiert, was ich eben geahnt hatte, dass die Zombies über die Mauer hüpfen. Was so viel heißt wie dieses Leck müssen wir bereinigen. Ja, das wird ein bisschen Arbeit. Das reicht da hier unsere Bude wahrscheinlich vollkommenst demoliert ist. Naja, okay, das geht noch. Ah, hupsala. Oh, es geht ja gut los. Bam. Bam. Oh, Mann. Ja. Wie bist du denn gestorben? Nehmen wir mit. Ja, unsere Tür ist weg. Und zwei Teile der Mauer haben sie zerstört. Ich darf jetzt also ganz viel Concrete wieder machen, um das zu reparieren. Gut. Wären sie jetzt ein bisschen länger an der Mauer geblieben, sage ich jetzt mal. Also dann wären sie garantiert gestorben oder wären zu Kriechern geworden. Die dann überhaupt nicht mehr schlimm wären. Aber... Ja. Yes. Es geht. Was sie hier zerstört haben. Das geht noch. So. Hier oben war noch ein Zombie. War einer. Na gut. Wie viel Holz haben wir denn? Nichts mehr. Na gut. Nehmen wir euch mal. Was hab ich für Schuhe an? Was geben die denn? Strahlung, Stiche, Schläge. Ja. Bisschen besser. Den Rest zerlegen wir. Zerlegen wir. Zerlegen. Okay. Packen die mal hier. Die ganzen Stofffetzen, Leder, Stoff hier rein. Zerlegen wir. Was zerlegen wir? Die zerlegen wir. Dich lassen wir hier über die Mauer fallen. Brauchen wir nicht. So, was wir brauchen ist... du kommst mal hier rein. So, das reicht. Hier, so. Wir brauchen kleine Steine. Wir brauchen... stellen uns hier mal... 20 Stückes her. Und dann stell uns noch ein paar Gitter her. Mach mal auch nochmal so 15 Stück. So.
Ja, wir müssen hier die Mauer natürlich reparieren. Das ist logisch. Charaktermäßig futtern. Da können wir nochmal Maisbrot essen. Wir brauchen erstmal wieder neue Steine. Ja. Also wir reparieren als erstes jetzt mal die Schäden. Und dann wird ein bisschen geludert. So als Planung, was wir jetzt so machen. Basis ausbauen. Looten, neue Verteidigungsmethoden ausdenken. Stacheldraht zum Beispiel. Den wir nochmal als zusätzliche Reihe auf Brusthöhe spannen. Eventuell sogar bei der Mauer direkt dran. Brusthöhe vor der Mauer. Und den Zaun einmal drumherum, dass sie da ja nicht hochkommen. Dass wir das jetzt machen. Außerdem möchte ich gerne eine Rüstung. Also eine Full-Eisen-Rüstung möchte ich haben. Die ist sicher. Dafür brauche ich eine Werkbank. Dafür brauche ich Mechaniker-Parts. Dafür müssen wir looten gehen. In Häusern, und zwar die Kühlungsanlagen. Da können wir das ziemlich häufig finden. Warum habe ich kein Holz dabei? Fragen über Fragen. Warum habe ich kein Holz? Mann, 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 Mann. Wir brauchen auch noch eine Schaufel. Eisenschaufel, nee, Steinschaufel. Pflanzenfaser und Holz. Blob, Holz. Nein. Hopp, Steinschaufel fertigen. Los geht's. So, wir holen aber weiter Steine. Aber ich glaube, das reicht schon fast, was wir jetzt hier haben. Wir machen den jetzt noch einmal kaputt. Und dann holen wir noch ein bisschen. So, na. Dann, wo ist die Schaufel? Hier ist die Schaufel. Den Bogen brauchen wir erstmal nicht. Schäden reparieren. Das machen wir gerne. Duff. So. Was ich unbedingt finden will, ist das Militärlager. Da muss ich aber noch mal echt gucken, wo das war. Also so blöd, dass die da einfach über die Mauer hüpfen. Alter, das war jetzt schon wirklich. Ja, das war ja das Allerletzte. Das war ja. Ey, das sind zu viele. 50. Ja, Waffe ist leer. Das ist logisch. Die habe ich schon verballert. Irgendwie blöd, aber naja. Du kannst hier rein, du kannst hier rein, dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit. Ich haben wir mal kurz hier rein, so. Cobblestone Frame. Okay, Pflastersteinrahmen. Nochmal zwei Stückes. So. Platzieren wir hier neu. Wow.
Das ist schon sehr stark kaputt. Na komm, hier. Alles mal so reparieren, so gut wie es geht. Okay. Na, die haben hier vorne mir kaputt gemacht. Auch erstaunlich. Warum sie hier so viel kaputt machen, verstehe ich nicht. Und die Ecken sind wahrscheinlich voll im Arsch. Tür. So, die fertigen wir gleich mal. Ecken. Okay, gehen. Ah. Hier reparieren. Dass die hier eigentlich so überhaupt keinen Schaden bekommen haben. Na gut, die hier unten. Hier die Ecke. Hopp, 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 ne? Hops, hops, hops. Ach so, das wird mir eh nur angezeigt, wenn sie kaputt sind. Hallo, reparieren? Reparier, reparier. So, den machen wir kaputt. Der nervt. Na? So. Na dann. Beginnen wir hier mit, ja, den neuen Verteidigungsmaßnahmen, und zwar diesen Zaun hier. Okay, da gehe ich am besten nach oben. Nur hier vorne knall ich den so ran. Da drüben, keine Ahnung. Na? Nein. Nein. Hierhin. Dankeschön. Ja, gut, die Ecken, sie sehen noch ein bisschen doof aus. Macht aber nichts. Schützen sollen sie. Sie sollen uns nur schützen. Wir sollen die gar nicht machen, diese Teile. Wir sollen die Gegner so lange aufhalten, zu uns reinzukommen. Die Tür schon fertig? Ist sie. Dass er von den Stacheln her krepieren. Das ist so die Aufgabe. Oh, die kann ich sogar nochmal damit updaten. Das ist sehr gut. Habe ich wahrscheinlich letztes Mal auch schon gesagt, als ich das gesehen habe. Ach. So. Ach, was soll denn dieser Mist? Hör doch auf hier ständig. Na komm, mach mal hier oben auch. Die ganze Zeit machen sie so einen Blödsinn. So. Okay, den Zombie muss ich wegmachen. Na komm her. Oh Gott! So. So, dann klopfe ich dich raus und dann haben wir genau noch drei Stück. Das ist völlig in Ordnung so. Und dann ist die Folge auch schon vorbei. Und danach überlegen wir uns, was in welcher Reihenfolge wir dann weitermachen. So, in der nächsten Folge machen wir das. Bom, 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 bom. Di-di-di-di-di-di-ding. Plop. Und jetzt. Nee, komm, geh mal weg. So. So.
Dann knallen wir die letzte hin. Na? Na? Ach komm schon. Danke. Jawohl, unsere Burg. Burg. Ist fast fertig. Komm, das reparieren wir auch noch. Zaun. Holzzaun, machen wir zwei Stückes. Was Thomas Edison freigeschaltet, das ist ja interessant. Ich glaube, die habe ich von oben gebaut. Ja. Ja, unsere Burg ist soweit wieder intakt, dass sie sicher ist. Erst einmal. Jo Leute, dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.